Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem Planet Zoo Speedbuild. Lang, lang ist's her, aber ich habe mir mal wieder vorgenommen, mit euch gemeinsam einen Zoo zu bauen, denn mit dem neuen Aquatic DLC haben wir wieder viele coole neue Gegenstände und Tiere bekommen, an denen ich mich auf jeden Fall austoben möchte. So einen richtigen Plan, wie ich den Zoo gestalten möchte, habe ich mir mal wieder nicht gemacht. Wäre aber eigentlich klüger, weil dann bekommt man einen besseren Rundgang und so hin. Aber ich werde es einfach mal versuchen mit der Taktik, einfach drauf losbauen und gucken, wie es dann wird. Wird schon einigermaßen hoffentlich klappen. Ihr wundert euch sicherlich, warum ich hier nicht mit dem Eingangsbereich anfange, wenn wir einen neuen Zoo bauen. Das liegt einfach daran, dass ich mich beim Eingangsbereich immer super schwer tue und den deswegen einfach mal so ein bisschen nach hinten aufschiebe. Aber ich hoffe, das macht uns nichts. Das kann ja sogar ziemlich hilfreich sein am Ende, wenn man den Eingang dann noch selber irgendwo platzieren kann, wo man möchte, wo es dann für den Rundgang am besten ist. Mal schauen, wird schon alles irgendwie dann klappen. Ich hoffe es. Ich werde den Zoo auch auf keinen Fall zu groß bauen. Ziel ist es am Ende, ungefähr 5 bis 6 Tiere abzudecken. Mehr möchte ich einfach nicht machen, weil ich weiß ja, wie die Performance ist. Und dann kann ich mich am Ende lieber noch ein bisschen mit Detailarbeit austoben und habe dann trotzdem noch gute FPS. Also das finde ich auf jeden Fall ein bisschen besser, als wenn man dann so einen riesigen Zoo hat mit, weiß ich nicht, 20 verschiedenen 25 verschiedene Tierarten, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Also ich werde auf jeden Fall maximal 6 Tiere machen. Darunter auch die 5 neuen Tiere. Die Schildkröte zähle ich aber nicht zu diesen 5, 6 Tieren dazu, weil die einfach nur ein Vivarientier ist. Und ja, das sind halt für mich nicht so richtige Tiere. Und ich denke auch nicht, dass die Vivarien so viel FPS ziehen, wie jetzt zum Beispiel ein Pinguingehege mit 50 Tieren oder sowas. Bevor es jetzt aber hier losgeht, brauche ich nochmal eure Hilfe. Denn ich brauche dringend einen Namen für mein Zoo. Und deshalb dürft ihr gerne Namensvorschläge unten in die Kommentare schreiben. Das Motto vom Zoo ist Wasser bzw. Aqua. Also irgendwas in diese Richtung sollte der Name dann schon sein. Und die Leute, die auch die Kommentare lesen, ihr dürft gerne gute Namensvorschläge dann auch hochliken, damit die weiter oben stehen. Und ich weiß, was euch so gefällt. Und dann werde ich mal gucken, ob ich den Namen dann schon bekannt gebe in der nächsten Folge oder übernächsten Folge. Lasst euch überraschen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über eure Hilfe freuen. Schon mal vielen, vielen Dank, falls ihr hier einen Vorschlag schreibt. Jetzt kommen wir aber endlich zu dem, was ich hier gerade im Hintergrund baue. Denn ich baue ein Gehege für den Königspinguin. Das Coole an dem Königspinguin ist, dass man von diesem wirklich sehr, sehr viele Exemplare in einem Gehege halten kann. Ich glaube, die maximale Anzahl laut Planet Zoo, laut dieser Wiki da, ist 500 Tiere. Das ist richtig krass. Aber ich habe auch schon mal eine Doku gesehen, die sind halt wirklich in so großen Gruppen unterwegs und stehen dann dicht an dicht. Also müssen wir mal schauen, wie viele wir dann am Ende hier in diesem Gehege freilassen werden. Kommt auch ein bisschen darauf an, wie groß das Gehege dann am Ende sein wird. Aber Massentierhaltung ist heute mal legal, ist ja auch nicht schlecht. Und ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, ich bin wirklich eingerostet, was Planet Zoo bauen angeht. Ist ja lange her, dass ich selbst gebaut habe. Ich habe ja eigentlich immer nur eure Zoos besichtigt. Also ich habe schon viel gesehen, aber so selber die Tools anwenden ist dann doch was ganz anderes. Vor allem die Wege, Barrieren und Wasser, das ist immer sehr, sehr schwierig. Ich habe dann auch teilweise echt ein bisschen länger gebraucht, aber das Gute ist ja, im Speedbuild kann ich das Ganze für euch rausschneiden und dann geht das hier alles ruckzuck. Das Terrain habe ich jetzt im Hintergrund schon mal soweit vorbereitet für das Gehege. Eine kleine Besonderheit ist ein Unterwassertunnel. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch keine Ahnung, ob das Ganze funktioniert, ob die da wirklich durchschwimmen, die Tiere, oder nicht. Aber ich wollte es mal ausprobieren, deswegen habe ich es gebaut. Und jetzt gerade bereite ich so ein bisschen die Underwater Viewing Gallery vor. Da mache ich jetzt gerade so ein bisschen Balkenarbeit. Ist immer ein bisschen fummelig, wenn man das Ganze abgerundet baut. Aber ich finde, von der Optik lohnt sich das schon mehr, als wenn man dann eine eckige Viewing Gallery hat. Dadurch, dass ich noch eine Lücke habe zwischen dem Weg und der Wand, die ich gerade gebaut habe, habe ich mir überlegt, dass wir nochmal so ein kleines, ja, nicht Geländer, sondern Stopper, ich weiß nicht, wie ich es nenne, Bordstein, eine Bordsteinerhöhung baue. Da habe ich das Ganze simpel mit einem Brett gemacht
und mit diesen neuen Geländerstützen. Das Schöne an diesem Brett ist auch, das kann ich dann später auch noch passend einfärben, je nachdem, wie das Ganze dann optisch später aussieht. Als nächstes kommen wir zu einer Problematik, die ich mal wieder nicht bedacht hatte beim Bauen. Denn man muss diesen Unterwasser-Futterspender, wo die Fische rauskommen, der muss mindestens 4 Meter tief unter Wasser sein. Und ich glaube, das heißt sogar so 4,5 Meter, weil das Ding hat ja auch noch eine gewisse Höhe. Und ich glaube, da oben rüber kommen dann 4 Meter die Fische raus. Das heißt, so 4,5 Meter sollte man einberechnen. Habe ich vorher mal wieder nicht gemacht, hatte dann total Schwierigkeiten, weil dadurch halt auch das Terrain so ein bisschen verändert wird, musste dann nochmal viel umbauen. Ihr wundert euch sicherlich, warum ist hier schon so viel gestaltet. Das liegt einfach daran, dass ich später eine andere Entscheidung treffen musste und dann nochmal komplett alles abreißen musste. Und deshalb habe ich das jetzt einfach mal rausgeschnitten, wie ich die Sachen, die ich eh abgerissen habe, dann gestaltet habe. Jetzt geht's aber ans Eingemachte. Wir bauen jetzt ein Schloss für die Königspinguine. Das machen wir natürlich mit diesen ganzen neuen Steinen und Felsen, die es gibt. Die sehen nämlich richtig cool aus und die können wir dann auch in diesem Grau mit dem Blau Highlight färben, dass es auch so eingeeist aussieht. Ich kombiniere das Ganze dann auch noch mit diesen Schneefelsen. Das sieht dann ganz cool aus, als wenn da so ein bisschen Schnee halt liegen geblieben ist, weil es da ja auch ein bisschen kälter sein soll. Wenn ihr jetzt so ein größeres Konstrukt baut mit diesen Felsen und euch noch nicht sicher seid, welche Farbe ihr verwenden wollt, kann ich euch empfehlen, die einfach alle in einer Gruppe zu packen und dann könnt ihr dann auch im Nachhinein die noch umfärben, wie ihr wollt. Ihr müsst nur aufpassen, dass lediglich diese Felsen halt in der Gruppe sind und nicht irgendwie was anderes. Was ich euch auf jeden Fall noch mitgeben kann, ist, dass diese viereckigen Steine, die quasi wie große Ziegel aussehen, dass es da ein bisschen schwierig ist, wenn man die so übereinander stapelt, so wie ich das mache, weil die dann Probleme kriegen, da vorbeizulaufen. Das ist ganz weird irgendwie. Also die sind eigentlich nicht im Weg, weil das passiert erst, wenn man die übereinander stapelt. Wenn da nur eine Reihe ist, unten sozusagen auf dem Boden, dann blockiert das nicht den Weg. Aber sobald man da 2, 3 Stück übereinander packt, können die Pinguine dann irgendwie nicht mehr entlanglaufen. Habe ich natürlich, während ich gebaut habe, nicht bedacht, weil das kann man erst sehen, wenn man später die Tiere freilässt und dann halt guckt, wo können sie hin, wo nicht. Deshalb muss ich dann am Ende noch viel umbauen. Wollte ich euch nur erzählen, damit ihr das so ein bisschen bedenkt, dass diese Steine halt problematisch sind. Aber ansonsten würde ich sagen, genießt die Musik und schaut, wie ich das Schloss nach oben ziehe.
Ja, Leute, und dann kam schon die Ernüchterung. Ich habe die ersten Pinguine freigelassen und das Gehege getestet und musste leider feststellen, das Wasser war nicht tief genug. Die Pinguine tauchen erst ab einer Tiefe von 4 Metern und ich war, glaube ich, bei 3 Metern oder so. Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall hat es nicht ausgereicht, damit die Pinguine in die Tauchanimation übergehen. Ich war total frustriert. Ich dachte so, oh, ich baue mal vor mich hin. Und 4 Meter ist halt auch echt krass tief, muss man sagen, ne? Also in einem normalen Zoo findet man, glaube ich, so gut wie kein Gehege, kein Unterwassergehege, was wirklich 4 Meter tief ist. Das ist echt mega viel. Ich hoffe, das wird nochmal geändert. Gerade bei so Ottern oder so finde ich das total weird, weil die eigentlich immer relativ flache Gewässer haben. Aber ich habe mich dann letztendlich dazu entschieden, alles nochmal abzureißen, umzubauen. Und diesmal war ich klüger. Ich habe mir einen 4-Meter-Balken an die Wasseroberfläche platziert, bis nach unten, damit ich genau sehe, wie tief ich gehen muss. Und ich bin auf Nummer sicher gegangen, also nochmal ein kleines Stück unter diesen Balken gegangen, damit wir auch wirklich diese 4 Meter dann haben. Ich habe mich dann dazu entschieden, das Gehege nochmal ein bisschen größer zu machen. Das heißt, ich habe die Underwater Viewing Gallery nochmal ein Stück nach hinten gesetzt, damit wir da ein bisschen mehr Wasserfläche haben. Weil das, glaube ich, relativ komisch aussehen würde, wenn das so ein kleines Gewässer ist, was dann mega, mega tief ist. War zu dem Zeitpunkt auch schon so ein bisschen angefressen, muss ich sagen. Weil ist ja logisch, ist ja ein bisschen nervig, wenn man dann wieder alles abreißen muss, umbauen muss. Aber was will man machen, ne? Also, ich habe zumindest dazu gelernt. Ich hoffe aber noch, dass es echt gepatcht wird mit diesen 4 Metern, weil ich finde das nicht so gut. Also, ich bin da kein Fan von, dass man zwangsweise die Gehege dann so tief machen muss, weil es einfach unrealistisch ist, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt nochmal alles unter Wasser versucht schön zu gestalten und schöne Höhenunterschiede drin zu haben. Und ganz wichtig, ich habe auch den Unterwassertunnel auf 4 Meter abgesenkt, dass der mindestens 4 Meter tief ist. Und ich kann schon mal spoilern, der Unterwassertunnel wird am Ende funktionieren. Mega, mega gut. Außerdem habe ich dadurch, dass das Gehege jetzt größer war, auch das Schloss ein wenig erweitert, nochmal das Häuschen hier rüber kopiert auf die Seite und habe dann sozusagen nochmal eine zweite Insel gemacht, die ich dann hier mit einem Steg verbunden habe. Auch auf dieser Insel soll es natürlich einen schönen Gang ins Wasser geben, deswegen habe ich hier auch nochmal wieder eine Treppe hingebaut. Und ansonsten hier das Ganze natürlich auch noch ein wenig weiter ausgeschmückt. Was ich euch auch noch als kleinen Tipp geben kann, ist, dass man diesen Unterwasser-Futterspender im Boden versenken kann, ohne dass der Boden auch mit versinkt, sobald Wasser in dem Gehege ist. Das ist ziemlich praktisch. Dadurch kann man gut nochmal einen halben Meter von der Wasserhöhe rausholen, weil er dann einfach ein bisschen tiefer steht. Und jetzt ging es schon als nächstes an die Unterwassergestaltung. Und diesmal dürft ihr die auch sehen. Zwischen diese normalen Felsen habe ich oben am Land auch immer so ein paar Schneefelsen dazwischen gepackt, damit es aussieht, als wenn da noch ein bisschen Schnee liegen geblieben wäre in den Ritzen und Rillen und irgendwo drauf. Ich habe es halt versucht, so realistisch wie möglich aussehen zu lassen. Dann habe ich mich um den Zaun gekümmert, der dann vorne die Leute davor bewahren soll, ins Wasser zu stürzen. Habe dann auch mal diese schöne neue Laterne benutzt, die finde ich auch optisch so mega nice. Und beim Zaun an sich habe ich so ein Standard
Metallzaun genommen. Ich hätte gerne den neuen genommen, allerdings ist das Problem bei dem mal wieder, dass der einfach viel zu lang ist und dann kann man gar nicht einigermaßen rund um die Kurven bauen. Das ist echt immer sehr, sehr ätzend bei diesen ganzen Zäunen und sowas, wenn die dann 2 Meter lang sind. Das ist einfach zu viel, um dann zu versuchen, mit denen halt einigermaßen rund zu bauen. Als nächstes habe ich dann mal erstmal so ein kleines Waldstück erstellt, was wir gleich einfach copy-pasten werden und zunächst erstmal als Hintergrunddeko verwenden werden. Kann gut sein, dass es später dann noch ein bisschen aufwendiger und schöner wird, was die Hintergrunddekoration angeht. Allerdings noch nicht jetzt. Erst später. Hier vorne haben wir dann schon mal den Übergang zum Gehege ein bisschen schöner und sauberer gemacht. Da habe ich dann auch mal diese eckigen, grün bepflanzten Felder von dem neuen Aquatic DLC benutzt. Und ich muss sagen, wenn man die im Boden versenkt, sind die wirklich eine sehr schöne Bepflanzung. Also die kann man wirklich echt gut benutzen. Noch eine schöne Bank. Eine Laterne dazu und Mülleimer. Und als nächstes ging es dann an die Gestaltung von der Underwater Viewing Gallery. Dabei habe ich versucht, auch wieder möglichst viele Sachen aus dem neuen Aquatic Pack zu verwenden. Habe dann hier diese wunderschöne Eisbergwand erstmal als Hintergrundwand benutzt. Dann habe ich mit Betonwänden erstmal den Weg so ein bisschen abgesteckt. Und dort habe ich dann ein schönes Blumenbeet gemacht, auch wieder mit diesen grünen viereckigen Feldern, weil die mir wirklich sehr gut gefallen haben. Oben am Eingang von der Viewing Gallery habe ich mich dazu entschieden, diese tollen Pinguinstatuen zu verwenden. Das hat sich allerdings noch so ein bisschen umgeändert, also die Position der Figuren. Dann dieser Rundbogen, wenn man da runter geht, den habe ich auch noch entfernt später. Das wird später dann einfach weg sein, weil das kann ich jetzt nicht so gut für euch zusammenschneiden, weil ich da ständig rumprobiert habe und geändert habe. Aber dann seht ihr schon mal ungefähr den Grundriss. Also ich habe halt hier so ein paar Pinguine hin platziert, das fand ich ganz süß. Auf der anderen Seite habe ich die später dann auch noch hin platziert. Dann habe ich als nächstes oben auf die freie Fläche dieses fertige, ist das ein Leuchtturm? Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall dieses fertige Strandgebäude platziert. Noch ein paar Bäume schön hinter und dann einen Weg rein platziert, weil ich wollte, dass da oben ein Mitarbeiter steht. Und das hat tatsächlich auch richtig gut geklappt. Da oben stand dann halt der Sicherheitsbeamte mit verschränkten Armen. Fand ich ziemlich cool. Jetzt noch ein paar Lampen unten in die Viewing Gallery. Und natürlich in die Blumenbeete ein paar schöne Pflanzen. Da habe ich auch extra die aus dem Aquatic Pack wieder genommen. Fand ich auch sehr schön und passend. Und dann habe ich zu guter Letzt noch mal ein paar kleine Gestaltungsänderungen vorgenommen.
Ich habe unter anderem auch noch einige Düsen installiert, zum Beispiel Nebeldüsen auf dem Land, damit es so ein bisschen so aussieht, als wenn halt Wärme auf Kälte trifft und dann dampft das ja so. Und dann habe ich natürlich auch noch unter Wasser diese Aqua-Düsen gemacht, diese neuen, diese Blubberblasen, die aufsteigen, die habe ich auch noch eingefügt. Dann habe ich noch ein paar Klimaanlagen gebaut und durch diese habe ich dann auch noch ein bisschen Schnee auf dem Terrain platziert. Ansonsten gab es noch einiges an Spielzeug für die Tierchen. Jetzt ist mir nochmal aufgefallen, dass wir ein großes Problem haben, denn mein Unterwasser-Futterspender ist angeblich nicht tief genug. Allerdings hatte ich Glück, ich konnte das Ganze beheben, indem ich ihn ein paar Millimeter weiter nach unten in die Erde platziert habe. Dann habe ich einfach so eine Gitter davor gemacht und dann sah das auch eigentlich ganz vernünftig aus. Und er hat letztendlich dann Gott sei Dank funktioniert. Und damit ist unser Königspinguin-Gehege fertig. Thank you.